Hallo und willkommen zu unserem Lernvideo zum Thema Exegese, die historisch-kritische Methode. Hier geht es darum, Bibeltexte wissenschaftlich zu analysieren und auszulegen. Was ist das grundsätzliche hermeneutische Problem? Der Begriff der Hermeneutik ist die Lehre von der Auslegung oder die Erklärung eines Textes oder eines Kunst- oder Musikwerks gemeint. Hier haben wir auch einen philosophischen Ansatz, den ich hier aufgreife. Ich habe prinzipiell erstmal einen Text oder ein Bild, das ich auslegen möchte. Und ich habe da auf der einen Seite einen Autor und den Rezipient, also derjenige, der das Ganze sich anschaut, liest oder was auch immer. Und die beiden befinden sich in einem Dialog, weil wir ja auch hier teilweise mit unterschiedlichen Lebenswelten zu tun haben. Und beide, also der Rezipient kommt in der Regel, nicht beide Seiten, sondern der Rezipient kommt in der Regel auch mit Vorurteilen daher und wir haben auch unterschiedliche Verstehenshorizonte. Das heißt, wenn ich mir einen antiken Autor anschaue, der sich mit naturwissenschaftlichen Phänomenen auseinandersetzt, hat er natürlich ein komplett anderes Verständnis davon, als jemand, der wie ich zum Beispiel im 21. Jahrhundert lebt und sich auch mit Naturwissenschaften schon auseinandergesetzt hat. Und wie gesagt, da kommt einfach eine gewisse Spannung, aber auch nicht nur da, sondern auch die Art und Weise, wie wir insgesamt leben, ist natürlich eine ganz andere als zum Beispiel in der Antike. Und da ist die Frage, wie kann ich damit umgehen? Das heißt, im ersten Schritt muss ich mir im Prinzip anschauen, welche Einflüsse gibt es, wie sieht die Umwelt des antiken Autors ein, um mich stärker hineinversetzen zu können. Die Sprachkenntnisse sind von Vorteil, wenn man die hat. Also das heißt, wenn ich natürlich einen altgriechischen oder einen hebräischen Text habe, wenn ich das dann auch entsprechend übersetzen kann, weil ich da natürlich mehr in die Feinheiten gehe. Dann das nächste Thema ist, dass man zwar mit Vorurteilen reingeht, sich also dessen bewusst ist, dass man schon im Vorfeld urteilt, aber man sollte sich das eben offen halten. Das heißt, durch den Dialog, den ich mit dem Autor hier eingehe, versuche ich im Prinzip, unsere beiden Horizonte miteinander zu verschmelzen und ich verändere dann auch die Sichtweise eines Textes. Es kann sein, wenn ich dann einen ähnlichen Text lese oder vielleicht den gleichen Text dann nochmal bearbeite, einige Zeit später, dass ich da auf die Art und Weise auch ein tieferes Verständnis von dem gesamten Text bekomme. Das ist das Konzept der Horizontverschmelzung. Okay, also, wie gesagt, wir wissen jetzt, wenn wir uns mit antiken Texten auseinandersetzen, dass erstmal eine gewisse Distanz da ist, die ich natürlich überwinden möchte. Und jetzt kommen wir mal zu der Methode, die uns auch hilft, an diese ursprüngliche Aussage des Textes heranzukommen und dann eben für mich auch den Text auslegen zu können. Fangen wir mal im ersten Schritt an. Das ist die sogenannte Textkritik. Auf der linken Seite sieht man ein Ausschnitt aus dem ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums in Altgriechisch. Und das erste grundsätzliche Problem, die Originaltexte gibt es einfach nicht mehr, die liegen uns nicht vor. Das heißt, wir haben also nicht das Erstlingswerk von Matthäus irgendwo vorliegen, von dem wir eins zu eins abzukopieren können, sondern wir haben nur die abgeschriebenen Kopien, die wiederum selbst Kopien sind von anderen Texten. Das heißt, die jüngsten Texte sind immer noch zeitlich relativ weit entfernt von den eigentlichen Ursprungswerken. Die Texte wurden, wie gesagt, abgeschrieben und beim Abschreiben, man kennt es ja selbst, können versehentlich Fehler passieren. Vielleicht auch, weil man bestimmte Dinge missverstanden hat oder auch, weil die Schrift nicht so sauber ist und man muss sich auch einfach bewusst machen, die Schreiber waren manchmal auch der griechischen Sprache gar nicht so mächtig gewesen, sondern sie konnten vor allem schreiben. Aber es gibt auch natürlich durchaus Schreiber, die dann bestimmte Dinge gesehen haben und bewusst auch Korrekturen reinmachen, weil sie es aus theologischen Gründen sinnvoller finden oder weil sie in dem Moment das Wort nicht richtig verstehen und davon ausgehen, dass der vorherige Schreiber bereits einen Fehler gemacht hat. Ziel der Textkritik ist es, den Ursprungstext herauszufinden. Und man geht in der Wissenschaft mit im Prinzip vier Hauptkriterien vor. Am Ende steht ja die Glaubwürdigkeit des Texts zeugen. Das heißt, wenn ich eine Quelle habe, mit der ich arbeite, den Codex Sinaiticus zum Beispiel, und ich stelle fest, dass der sehr oft auch mit den anderen Texten übereinstimmt und
auch wirklich sehr gut geschrieben ist und wenig Fehler einfach hat, dann kann ich davon ausgehen, dass dieser Textzeuge eine sehr hohe Glaubwürdigkeit hat. Das nächste ist, man tendiert dazu, komplexe Sachen eher zu vereinfachen. Und deswegen sagt man, je komplizierter etwas ist, umso wahrscheinlicher ist das Ganze, dass es der Ursprungstext ist. Also je komplizierter, komplexer das Ganze ist, also wenn das Wort irgendwie ein bisschen sperrig ist, umso wahrscheinlicher ist es. Das nächste ist, wenn ein Schreiber etwas abschreibt und er hat den Eindruck, man versteht es nicht richtig, kann es sein, dass er das Ganze ergänzt. Also je kürzer daher der Text ist, umso wahrscheinlicher ist es der korrekte Text. Also die Texte wurden eher vergrößert. Und natürlich das Alter ist ein Thema. Wenn ich jetzt einen Text habe aus dem 6. Jahrhundert und ich habe einen Textabschnitt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus jeweils, dann gehe ich natürlich davon aus, dass der ältere Text näher am Originaltext ist. Und mit diesen Kriterien gehen wir im Prinzip an die Texte heran. Und da gibt es auch ein ganz berühmtes Beispiel. Wenn wir uns zum Beispiel das Markus-Evangelium anschauen, ab Kapitel 16 und fortfolgende, also wo auch die Auferstehung als solches nochmal beschrieben wird, oder beziehungsweise der auferstandene Jesus, das ist erst bei späteren Textzeugen zu finden. Eigentlich endet das Markus-Evangelium mit dem offenen Grab und in Markus 16, 8. Und das ist zum Beispiel so eine klassische Sache, die man erkennen kann, eben indem man sich ältere Texte anschaut. Aber es gibt auch natürlich noch andere sehr spannende Textelemente, wo man manchmal nachdenken muss, passt es oder passt es nicht und was auch wirklich eine Sinnveränderung mit sich bringt. Okay, Textkritik war das eine. Jetzt schauen wir uns mal die Literar- und Quellenkritik an. Die Texte, die wir haben, sind eben oft nicht aus einem Guss entstanden. Es wurden von den Autoren, wenn die dann auch das Ganze zusammengestellt haben, oft schriftliche oder mündliche Quellen verarbeitet, die sie entsprechend aufgegriffen haben und die laufen ineinander. Also ganz typisch ist zum Beispiel im Alten Testament die Sintfluterzählung, da kann man sehr gut die verschiedenen Schichten erkennen. Ähnlich ist es auch mit den Evangelien. Vor allem die drei Synoptiker sind natürlich eine ganz tolle Quelle, um zu sehen, wie dort teilweise gearbeitet worden ist. Die Literarkritik beschäftigt sich also vor allem erstmal mit den gesammelten mündlichen schriftlichen Traditionen und versucht auch ein bisschen die Quellen deutlich zu machen und herauszuarbeiten. Es gibt auch eine Traditionskritik, die überlegt dann, wenn man so bestimmte Elemente erkennt, welche Bedeutung der Text möglicherweise vor der Verarbeitung im vorliegenden Text haben könnte. Und die Redaktionskritik, und das schauen wir uns nachher noch ein bisschen ausführlicher an, da geht es darum, was hat denn der Autor aus dem Text gemacht und wie hat er ihn möglicherweise auch verändert? Was für Kriterien haben wir, um das Ganze überhaupt herauszufinden zu können? Man stellt plötzlich fest, dass Orts- und Zeitangaben in der gleichen Erzählung nicht zueinander passen. Ganz toll ist es wirklich auch in der Sintflut-Erzählung zu erkennen, wenn dann plötzlich die Anzahl der Tiere, die mitgenommen werden sollen von Noah, sich unterscheiden und und auch die Tage, wie das Ganze jeweils gedauert hat, dass auch da es Unterscheidungen gibt. Manchmal erkennt man es auch am Satzbau und am Stil. Die Priesterschrift zum Beispiel, das ist ein sehr bekannter Text aus dem Alten Testament, lässt sich relativ gut vom Stil auch erkennen. Die Struktur, ob an der Struktur irgendwas verändert worden ist, ob da was aufgebaut ist, das sind dann manchmal kleine Elemente, die man richtig herauslösen kann, weil sie in den normalen Duktus gar nicht reinpassen. Habe ich Doppelungen? Auch das ist ein sehr interessantes Phänomen. Man hat dann oft eben, wenn man alte Quellen verarbeitet hat, eben nicht im Prinzip eine Synthese bilden wollen, sondern man wollte im Prinzip beide kostbaren Quellen für die damaligen Menschen wollte man erhalten und hat dann eben auch Doppelungen mit aufgenommen. Und es gibt dann oft irgendwelche Einleitungs- und Ausleitungsformen, die so ein bisschen eine Orientierung geben können, um das Ganze zu erkennen. Und zu guter Letzt, was ich eben schon erwähnt habe, es gibt auch ganz klare Widersprüche, wo man feststellen kann, das eine passt gar nicht zu dem anderen, wie gesagt, gerade bei der Sintfluterzählung, wenn da unterschiedliche Zahlen genannt werden von den Tieren oder so, dann ist es natürlich sehr, sehr auffällig. Okay, schauen wir uns mal eine der interessantesten Probleme an für uns als Theologen, das sind die sogenannten Synoptiker.
Das sind die ersten drei Evangelien, die wir haben und die relativ große Übereinstimmung haben. Das sehen wir jetzt auf der rechten Seite. Da habe ich so ein Schaubild aus Wikipedia mal rübergenommen, dass man es einfach mal sehen kann. Matthäus, Markus und Lukas. Und da stellen wir fest, dass tatsächlich Matthäus, Lukas und Markus wirklich viele Dinge gemeinsam haben. Matthäus und Markus haben Dinge gemeinsam. Lukas und Markus haben Dinge gemeinsam. Alle haben Sondergut. Markus ist am wenigsten. Aber seltsamerweise haben auch Matthäus und Lukas Dinge, die zum Beispiel der Markus-Evangelist nicht hat. Und es ist insgesamt sehr auffällig, dass wir hier teilweise absolute wörtliche Übereinstimmungen haben. Und die Grafik versucht hier jetzt eben vor allem auch diese übereinstimmende Elemente zu zeigen. Also wirklich, also sehr spannend hier, wie gesagt, diese erstmal die Ähnlichkeiten und natürlich hier auch hier die Ähnlichkeiten zwischen Matthäus und Lukas. Und aber auch, dass wiederum bei allen dreien sogar eigene Elemente vorkommen. Was gibt es denn da für Lösungen? Die bekannteste Lösung, also wir haben jetzt Markus, Matthäus und Lukas Evangelium, ist die sogenannte Benutzungshypothese, also eine der vielen Benutzungshypothesen, also dass die im Prinzip auf die Texte entsprechend zugegriffen haben, ist die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie. Dieser Zwei-Quellen-Theorie ist erstmal das Markus-Evangelium eine Quelle und dann nimmt man an, eine nicht mehr erhaltene Logien-Quelle, wo einfach nur Sprüche von Jesus gesammelt worden sind und die man dann aufgeschrieben haben, die also keine biografische Darstellung sind vom Leben Jesu, sondern die wirklich einfach nur Aussprüche von Jesus sind. Und hier haben sowohl Matthäus als auch Lukas jeweils davon abgeschrieben, haben das in ihren Evangelien verarbeitet. Dann geht man natürlich davon aus, dass alle beide auch eigenes Sondergut hat einfließen lassen. Und das ist im Prinzip die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie. Problematisch dabei ist natürlich, dass wir auch so Elemente haben wie im Markus-Evangelium, dass es hier eigenes Sondergut gibt, was weder Matthäus noch Lukas haben. Und was natürlich auch ein Problem ist, dass die Logienquelle eine hypothetische ist, die liegt uns nicht vor. Man kann mutmaßen, nur, dass diese entsprechend existiert hat. Es gibt auch weitere Hypothesen, die habe ich hier rechts oben mal angezeigt, die Fragmentenhypothese, die geht davon aus, dass es im Prinzip ganz viele verschiedene kleine Fragmente, Abschnitte gab von Erzählungen, die dann zur damaligen Zeit viel verteilt worden sind und auf die dann die ganzen Evangelisten zurückgegriffen haben. Es gibt die Hypothese eines Urevangeliums, dass es ein griechisches Urevangelium gab, was relativ umfangreich gewesen ist, auf das sowohl Matthäus, Markus und Lukas zugegriffen haben. Aber da ist natürlich erstmal auch schwierig, dass bei Markus eher eine Zusammenfassung zu erkennen ist, was bei den alttestamentlichen, neutestamentlichen Texten erstmal unüblich ist. Und natürlich auch, dass das Urevangelium schlicht und einfach nicht vorliegt. Und die letzte These, die inzwischen sich auch wieder größerer Beliebtheit erfreut, ist die, dass man von einer erstmal rein mündlichen Überlieferung ausgeht, denn die damaligen Menschen haben ein deutlich besseres Gedächtnis gehabt als wir, denn sie werden ja nicht so viel von Informationen überflutet, wie das bei uns der Fall ist, und dass es dann zur damaligen Zeit Wanderprediger gab, die einfach die Texte richtig auswendig gelernt haben und die Evangelisten dann diese auswendig gelernten Texte dann aufgeschrieben haben. Und man erklärt dann im Prinzip dann die Besonderheiten, dass dann diese Menschen dann teilweise noch weitere Texte gefunden haben, die aufgenommen haben und dann entsprechend verarbeitet haben. Also das ist im Prinzip die These der mündlichen Überlieferung. Ich persönlich bin eher ein Anhänger der Zwei-Quellentheorie. Ich halte die persönlich für wahrscheinlichsten, aber auch die mündliche Überlieferung, der Gedanke hat auch durchaus etwas Reizvolles. Okay, Textkritik, Quellenkritik, Literarkritik und jetzt kommen wir zur sogenannten Form- und Traditionskritik. Es geht darum, dass man bestimmte Formen und Gattungen versucht zu erkennen. Wir kennen es ja auch aus unserem eigenen Leben, ob ich jetzt eine WhatsApp-Nachricht rausschicke oder eine SMS oder eine Twitter-Nachricht oder ob ich einen Brief schreibe.
oder gar eine Bewerbung. Alles hat im Prinzip verschiedene Elemente, verschiedene Ansprachen. Ein Hi bei einer WhatsApp-Nachricht wäre noch normal. Ein Smiley bei einem Bewerbungsschreiben wäre eher ungewöhnlich. Und das war zur damaligen Zeit auch so ähnlich, dass man mit bestimmten festen Formen gearbeitet hat. Und wenn mit diesen Formen gespielt wird, wusste man auch, dass da eine sehr starke Aussage dahinter steckte. Was gibt es für verschiedene Formen? Klassische Gesetze, die wir finden im Alten Testament relativ viel, Lieder, die Psalmen, die zum Beispiel eher Lieder sind, aber auch im Neuen Testament, den Philipperhymnus zum Beispiel, der ein Bekenntnis darstellt. Wir haben Gleichnisse, wir haben Briefe und sogenannte Haustafeln. Das sind bestimmte Regeln, die man in Gemeinden hatte und die auf eine bestimmte Art und Weise auch aufgebaut gewesen sind. Und die Fragestellung, wenn man solche Texte sich anschaut, ist dann, welcher Personenkreis hatte an dem Berichteten ein besonderes Interesse? Also wer hat das Ganze etwas gefördert? Welche Institution bzw. welchem Adressaten kommt das Gesagte zugute? Und welche Wirkung sollte erzielt werden, wenn man halt diese jeweilige Form einsetzt? Eng mit der Formkritik ist auch die Traditionskritik verbunden, weil da überlegt man, was ist denn der Sitz im Leben? Also wenn ich jetzt ein Lied habe, ein Gebet, was in einem gottesdienstlichen Kontext benutzt wird, dann ist es was ganz anderes, als wenn ich das irgendwo in der Predigt habe oder in einer Erzählung. Also auch das hat ein ganz anderes Gewicht und wenn ich einen Brief schreibe, hat es eine andere Funktion, als wenn ich eine Predigt mache, obwohl dann teilweise die Predigten, die geschrieben worden sind, ich denke jetzt mal an den Hebräerbrief, als Briefe ausgegeben worden sind. Also die Funktion des Textes ist es jetzt eher im gottesdienstlichen Kontext gedacht, dient es der Kommunikation. Und das ist manchmal sehr spannend, wenn die üblichen Grußformeln weggelassen werden, aber immer noch konkrete Ansprechpartner da sind, dann habe ich hier schon eine Grundaussage, dass vielleicht der Autor nicht so zufrieden mit der Gemeinde ist, wie man sich das vorstellt. Das wäre zum Beispiel beim Galaterbrief der Fall. Oder wenn die Grußformeln so allgemein formuliert worden sind, dass man gar nicht weiß, wer überhaupt konkret gemeint ist. Und in solchen Fällen bezweifelt man dann sogar die Echtheit der jeweiligen Briefe. Und auch das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Jetzt kommen wir zur Redaktionskritik, also zu der Letztgestalt des gesamten Textes. Und hier gibt es klassische Kennzeichen, auf die man achtet. Also bei Erzählungen, dass hier Ort- und Zeitangaben eingebaut werden, dass man Überleitungen formuliert und Verknüpfungen. Und lange Zeit war es so gewesen, dass man die eigentliche Leistung der Redakteure also eher nicht gewürdigt hat, es eher gar nicht so herausgestellt hat. Heutzutage nimmt man allerdings doch durchaus das, was da so geschrieben worden ist, als theologische Komposition wahr, indem die eigene Theologie entsprechend präsentiert wird. Ganz spannende Sache zum Beispiel beim Markus-Evangelium, die Grundidee des Christusgeheimnisses, was sich richtig als Motiv durch das gesamte Evangelium durchzieht. Und der Markus-Evangelist rechnete mit der Wiederkunft Christi in Galiläa. Es ist also eine sogenannte gesteigerte Parousie-Erwartung, die er hatte. Und der hat dann eben älteres Traditionsgut benutzt, um quasi das zu predigen. Und dann sind natürlich auch die Ortsangaben in Galiläa sehr wichtig. Also auch da kann man wirklich sehr viel rauslesen. Und wenn natürlich dann jemand wie der Matthäus-Evangelist das aufgreift, wie das dann verändert wird, das macht es dann sehr interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ein letzter wichtiger Aspekt bei einer exegetischen Analyse, bei der historisch-kritischen Methode kann auch der religionsgeschichtliche Vergleich sein. Denn wir auch die Christen, auch die Juden und auch alle Religionen insgesamt leben nicht in einem leeren Raum, in dem dann einfach die Offenbarung kommt und das entsprechend aufgeschrieben worden ist, sondern sie leben in einem Kontext und sie haben teilweise eben auch von anderen Religionen bestimmte Dinge übernommen. Manchmal Sachen, ohne dass man es groß kommentiert hat, ohne große sachliche Veränderungen wirklich eins zu eins so übernommen. Bei bestimmten Regeln ist es zum Beispiel denkbar. Teilweise werden dann bestimmte Motive, Texte den eigenen Vorstellungsrahmen angepasst oder es gibt sogar sehr starke gravierende Veränderungen.
Große Beispiele, die wir hier in dem Kontext zum Beispiel kennen, ist die Talionsformel, also das Auge um Auge, Zahn um Zahn, die ja wirklich sehr, sehr alt ist und auch in ganz vielen verschiedenen anderen Kulturen vorkommt. Also das war auch ganz typisch, dass man das hier aufgegriffen hat. Ebenso die goldene Regel, die man durchaus auch in verschiedenen sprachlichen Formulierungen in anderen Kulturen findet. Also verhalte dich immer so, wie du auch möchtest, dass sich andere dir gegenüber verhalten. Auch die Sintflut-Erzählung zum Beispiel, auch die steht für sich nicht so allein. Es gibt auch den sogenannten Gilgamesch-Epos, ein sehr, sehr alter Text, der auch die Sintflut-Erzählung in einem Götterhimmel beschreibt. Die Götter, die sich dort quasi streiten, aufgrund dieses Streits dann eben diese Sintflut auslösen, wobei der Mensch hier eher eine passive Rolle einnimmt und nicht so wie bei Noah die Besonderheit der Gottesbeziehung zwischen Noah und Gott herausgestellt wird. Also da sind doch einige Unterschiede dann zu erkennen und das ist natürlich durch den religionsgeschichtlichen Vergleich dann besonders deutlich, wo dann auch der Schwerpunkt gesetzt wird. Im religionsgeschichtlichen Vergleich sind sowohl die Parallele als auch Unterschiede gleichermaßen zu berücksichtigen. Und da ist es so, je größer die zeitliche Nähe von zwei Texten ist, umso bedeutsamer ist auch der Vergleich, weil ich dann natürlich weiß, wie man im Prinzip eine damals übliche Sache einfach adaptiert hat und aufgenommen hat und auch theologisch entsprechend umgesetzt hat. Je größer die geografische Nähe ist, auch hier, umso bedeutsamer ist der Vergleich. Also wenn ich im buddhistischen Bereich etwas habe und im christlichen Bereich ist die Distanz heutzutage zwar kein Thema mehr, aber zur damaligen Zeit so groß, dass da wohl kaum Interaktion stattgefunden hat. Aber wenn das natürlich direkt ein Nachbarland ist, dann sieht es wieder ganz anders aus. Und ebenso ist es mit den Sprachen, weil natürlich, wenn beides in Griechisch geschrieben worden ist und man hat hier dann Unterschiede, dann hat das natürlich durch die sprachliche Feinheiten kann man deutlich mehr erkennen, als wenn wir zwei sehr komplexe, unterschiedliche Sprachen haben. Vielen Dank für das Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Überblick über die ganzen Themen geben, was die historische kritische Methode geht und vor allem auch, wie man letztlich das hermeneutische Problem löst. Ich freue mich über einen Like, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Video.